sind hier in Bad Zwischenahn zum 18. Oldenburger Ärztetag. Zum 18. Mal wird er von der Bezirksstelle Oldenburg veranstaltet. Die Veranstaltung insgesamt gibt es seit 1972. Notfallmedizin betrifft ja jeden Arzt, jede Ärztin, unabhängig vom Fachgebiet, auch unabhängig davon, wo er oder sie arbeitet, in der Praxis oder am Krankenhaus oder vielleicht sogar in Büros, Verwaltungen. Ja, wir sind ja Ärzte und haben unser Ziel, auch Menschen zu helfen. Ja. Wir versuchen, Themen zu identifizieren, die eben alle betreffen können, unabhängig von ihrem Arbeitsgebiet und ihrer Fachrichtung. Und das gelingt uns ganz besonders, das ist ein Selbstrenner, mit dem Thema Notfallmedizin. Natürlich gibt es auch Notfälle in der Praxis und es gibt ja auch Patienten, die zum Niedergelassenen gehen und nicht wissen, ob sie nicht vielleicht ein Notfall sind. Und darüber hinaus ist es ja auch so, dass es zu vermehrten Anfällen von Notfallpatienten in den Notaufnahmen gibt. Die gehen ja sprunghaft in die Höhe, die Zahlen. Und das hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass Niedergelassene sich unsicher sind, was ist jetzt Notfall, was ist nicht Notfall. Also die Praxisinhaber haben selten Notfallsituationen, aber sie wollen gewappnet sein und das ist ja auch richtig. Und deshalb gibt es auch Kurse sowohl für Praxismitarbeiterinnen, als auch für die Praxisinhaber. Ich habe mich besonders gefreut, dass Herr Professor Adams sich die Zeit genommen hat, zu uns zu kommen. Und für den ist der Arztberuf, er hat es ja auch in seinem Vortrag auch gesagt, der Arztberuf auch Berufung. Es ist deswegen wichtig, dass Ihnen das immer wieder ins Bewusstsein gerufen wird. Auch wenn man es selten macht, muss es ja dann, wenn es soweit ist, stimmen. Da muss man auf der Höhe der Zeit sein. Und deswegen muss man jedem Kollegen oder jeder Kollegin hier dankbar sein, die hier sitzt und sich das anhört. Mich hat zum Beispiel ganz besonders beeindruckt, einfache Dinge, die berichtet wurden, dass wenn ein Mitbürger, eine Mitbürgerin anruft an der Notfallstelle und sagt, ich habe hier einen Notfall, dass dann eine strukturierte Abfrage kommt. Ich glaube, das müssen viele Menschen in der Bevölkerung auch wissen. Und diese Abfrage dazu führt, dass Menschenleben gerettet wird. Wenn wir uns auf der anderen Seite vergegenwärtigen, eine Neuzulassung eines Medikamentes, da muss man manchmal 25, 30 Patienten behandeln, um ein Menschenleben zu retten. Und das war hier mit dieser Abfrage, 7 Menschen werden abgefragt und ein Menschenleben wird gerettet. Also das sind Dinge, die ich denke, die sehr ermunternd sind und wir in Oldenburg offensichtlich auch eine sehr gute Struktur im Notfalldienst vorhalten können. Also ich würde mir wünschen, dass die Kolleginnen und Kollegen sich stetig an den Fortbildungsmaßnahmen beteiligen und somit auch das Zusammengehörigkeitsgefühl wächst, wenn die Treffen häufiger stattfinden oder man sich häufiger trifft und darüber hinaus eben auch kommuniziert.